So, was wir lange nicht mehr gemacht haben, ist ein chaotisches Joey-Video geschaut und wir kümmern uns um 24 Stunden um mein Baby. Hallo meine kleinen Mandelblüten da draußen. Hört sich einfach ganz gut an, oder? Nicht? Es wird chaotisch und ich glaube, es könnte gut werden. Ich bin gespannt. Joey, entführ mich. Ich habe heute wieder jemanden ganz, ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es mein verschollener Bruder Tim. Was war das denn? Es ist schon wieder zu chaotisch. Ich find das sehr gut. Wir sind wieder vereint. Wir sind vereint. So machen wir halt auch nie. Ne? Das ist halt total fake. Ich bin heute mal wieder mit Tim vereint. Wir haben heute was ganz Großes vor, denn ihr habt schon auf Instagram gesehen, wir haben letztens sozusagen geheiratet. Wir waren schon bei Brunnen. Oh ja, true. Und weil wir gedacht haben, wenn wir schon geheiratet haben, dann wird es auch endlich Zeit für unser Kind. Also es ist ein bisschen sehr früh, aber... Wir werden als erstes ein Kind benötigen. Oh mein Gott, ich hab ein Kind. Warte mal. Boah, nein. Oh Gott, ich hab mal die Decke geworfen. Das ist unser Kind? Nee, das ist zu hässlich. Hat nicht mal Haare. Ja, komm, wir schmeißen das weg und holen Oh mein Gott. Wir haben uns kein richtiges Konzept für dieses Video überlegt. Wir wissen nur, wir brauchen ein Kind. Hör doch mal auf zu lachen jetzt, ey. Ich hab einfach ein Kind weggeworfen, aus dem Bild auch. Du wirst doch nicht einfach ein Kind aus dem Bild. Also zumindest nicht in den ersten 40 Sekunden. Wir holen unser Kind und dann machen wir mit unserem Kind verschiedene Aufgaben und müssen den Tag mit ihm verbringen. Wir sind jetzt für 24 Stunden lang Eltern. Ich bin richtig aufgeregt und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woo! Oh, Tim hat's Mikrofon nicht angemacht. Aber ich hasse dich. Boah. Leute, ich wäre gerade fast vor diesem Pfosten gefahren. Kannst du den jetzt mal bitte filmen? Hä, hab ich jetzt alles umsonst gefilmt? Ja, richtig. Wirklich? Ja. Ja. Los, wir holen jetzt unser Kind. Ja, dann komm los. Zahlst du das bitte? Ja, gut. Bezahlte. Also, wir sind jetzt da. Hier rein. Oh mein Gott, Tim. Was ist Smiths? Ist es wie Toys R Us, nur Toys R Us umbenannt? Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt. Ich möchte dahin, dass wir. Das könnte cool sein. Das erste Mal im Supermarkt. Wir dürfen hier eigentlich nicht filmen. Das ist richtig risky gerade. Das ist wirklich richtig risky. Und die ist halt, wir sind genau in dem Gang, wo die uns. So, jetzt hat sie ja halt auch mit Absicht gemacht, dass sie sich dahin platziert. Jungle. Oh yeah, dein Ehe. Nee, so ein Ding holen. Nein, das finde ich total süß. Guck mal das hier an, das sieht auch richtig schlimm aus. Oh mein Gott, Tim, guck dir mal dieses Vieh hier an. Oh, geil. Nee, Alter, das ist ja richtig gruselig. Nein, richtig. Justus. Wir werden gleich verhaftet. Du wirst verhaftet und ich komme auch mit in den Knast. Ich finde das alles gruselig gerade, aber ich finde auch Kinder gruselig, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde viele Sachen gruselig. Ich finde auch meine Eltern gruselig. Oh mein Gott, das guck dir mal. Was ist das für eine Pose? Warum packt man denn sowas so ein? Das sieht ja... Das bist halt echt du. So. Leute, wir haben unsere Ausbeute gefunden. Let's go raus Los hier. Los geht's. Doch, du machst so Catwalk. Oh nee, Joey, jetzt hör mal auf. Also Leute, wir sind wieder im Auto. Wir haben jetzt unser Vieh gekauft. Wie man mich einfach gar nicht. Richtig anstrengend. Tim, kannst du mal dein Gesicht sagen? Hallo Freunde. Ja, sollen wir einfach jetzt auspacken? Ja, wollen wir sie jetzt auspacken? So aggressives auspacken? Auch richtig unnötig, dass wir diese Kacke im Auto aufmachen. Leute, es ist so... Was ist denn mit ihr? Sie ist doch voll süß. Nee. Oh, du bist so nervig. So, guck mal, ich hab sie aufgekriegt. Oh, ich hab mich schon wieder geschnitten, ne? Ich hab unser Kind. Wir haben es befreit. Oh, ja, also Leute, wir wollten sie eigentlich nicht haben, weil guckt euch halt einfach mal ihren Mund an. Das sieht halt schon ein bisschen pervers aus. Es ist ekelhaft. Wir haben noch gar nicht gesagt, was sie kannte. Stell dir mal vor, du weißt nicht, dass es so Influencer gibt. Weil du bist so 50, 60 Jahre alt und du hast es einfach nie mitbekommen, dass es so Leute gibt. Und dann bist du mit deinen Kindern einkaufen im Spielzeuggeschäft, gehst raus und siehst zwei Dudes in einem Mercedes Cabrio sich filmen sitzen, wie sie aufgeregt lachen. Ein Spielzeugbaby. Aus so einer Verpackung raushauen, Alter. Oh Mann, ey, was ich dafür geben würde, wenn jemand außen nochmal die Reaktion der Leute gefilmt hätte, das muss fucking amazing gewesen sein, Mann. Weil überlegt ja, das ist das, was wir sehen. Das ist schon geschnitten und so. Aber es gibt ja auch noch andere Menschen, gerade wenn man das in der Öffentlichkeit sieht. Das ist straight up so ein Polizeirufenfall eigentlich. Ich lieb's. Und du hast alles zerrissen. Hab ich nicht. Hier ist auch eine Bedienungsanleitung. Au. Dieser ekelhafte TikTok-Trend, wo du immer von hinten Sachen holst. Kennst du das? Nee. Nein! Dann sagst du halt so, ja, ich hol mal Sachen. Oh, oh mein Gott!
mein Gott, war das deine Absicht? Ich wollte halt auch einfach nur mal vorlesen, was sie kann. Das war der TikTok-Trend. Du hast gerade verpasst. Ach so, man haut die man ganze Zeit Sachen wirklich? Und dann immer so unauffällig haut man den voll ins Gesicht. Ach so. Ja, wir gucken mal, was sie Fläschchen trinken. Oh, hör doch auf. Oh, der Mann ist richtig böse. Boah, als was soll er denn tun? Der ist halt so bösartig. Oh, also Leute, sie kann Fläschchen trinken mit echtem Wasser. Schnuller nuckeln mit Mundbewegung. Klingt schon wieder richtig ekelhaft. Wird die Schnüss bewegen. Und dann kann sie Hoppereiter mit Spaß. Was ist denn Hoppereiter mit Spaß? Kitzelspaß mit Babypups. Wir haben halt einen. Wie geil. Habt ihr gerade gehört, was dieses... Wow, okay, wow. Ist ein großes Problem. Was denn? Wir können sie ja gar nicht befreien, weil sie an so einem Band ist. Mit einer Schere oder was? Ja, mega nervig. Oh, kacke. Also Leute, wir haben euch gefragt, was ihr mit unserem Kind heute alles so anstellen sollt. Unsere erste Aufgabe ist... Was hast du denn... Oh mein Gott, er hat sich richtig in den Finger geschnitten. Ja, glaubst du eigentlich, die letzten Male ist immer gelogen, wenn ich sag... Oh. Vielleicht geht die Kamera bestimmt wieder aus, weil sie überhitzt, ey. Die Kamera ist halt jetzt gerade wirklich ausgegangen. Wir müssen in den Meckes mit unserem Kind. Aber wir müssen sie halt erstmal loskriegen von ihrer ganzen Pappe. Deswegen müssen wir schon wieder in mein Gesicht. Und deswegen müssen wir erstmal nach einer Schere fragen. Let's go. Ich bin so am Verbluten. Oh, jetzt ist diese Klimaanlage hier so laut. Die hören uns gar nicht mehr. Wirklich? Oh Gott, die Dreh... Oh. Also Leute, wir lassen jetzt die Klimaanlage an. Oh. Das geht nicht anders. Was möchtest du essen, Schatz? Was möchten wir denn? Kann gerade nicht. Einen Moment bitte noch. Also das ist, ich habe keine Worte, ich habe auch keine Worte, ich finde einfach, hoppe Reiter mit Spaß, ja, also, ja, ich weiß, ich kann, achso. Wir brauchen jetzt noch die Schere, ne? Ja, und ein Pflaster hätte ich gerne für meine Wunde. Entschuldigung. Haben Sie eine Schere für uns? Und ein Pflaster. Ja, ich mache alle meine Finger kaputt. Aber erste Hilfe kann... Für Dana. Geile Unterhaltung. Vielen Dank für den Prime-Sub, danke für das Wort. Kassler selbst. Total schlecht, wenn man sowas nicht hat. Ich hab nichts. Boah. Aber eine Schere auch nicht. Das wäre super nett. Danke. Ich schneide die jetzt. Du kannst das nicht. Ja, die Nuggets sind für sie. Boah, ich habe hier, glaube ich, einen Po durchtrennt. Okay. Ehrlich jetzt? Das hätte ich genauso gesagt. Ehrlich? Ich nehme das mal mit rein, ja? Was? Das Kartenlesegerät. Hey, das geht nicht. Was ist jetzt mit der das Schere? Das steht immer noch willkommen. Ist kaputt. Leider. Aber das muss man jetzt allen Leuten sagen, ne? Ja, die Schere will sie haben. Welche Schere? Timo, gib mir eine Schere. Ist das aufgefallen? Ja, ich such die gerade. Oh, sorry. Oh, was du kannst hier beim McDonald's nicht mit Karte zahlen. Echt? Also, ich muss sagen... Die haben schon Balls, ne? Die ziehen das schon durch, einfach problemlos. Also es wäre mir schon krank und unangenehm, bin ich ehrlich. Nee. Hier los, ey. Alles ist gut, mein Schatz, alles ist gut. Okay, Leute. Hat sie einen Namen? Sie hat gar keinen Namen. Wir haben ihr noch keinen ich Namen in meiner gegeben. Story. Also wir müssen jetzt halt reingehen und sie hat keine Maske. Wir haben ihr jetzt einfach so eine provisorische... Joey, Alter. Ey, die Videos. Ich schreibe Joey so oft, Alter. Das ist deine Videos gucken, ist wie so einem Serienkiller zuzugucken, wie er Videos redet. Was ist mit dem Kind, Mann? Drum gemacht. Mach doch mal on. Oh, du hast es jetzt kaputt. Oh, hier fahren die ganze Zeit Autos wie lang. Wie nervig. Okay, Leute, sie ist ready. Man ja, sieht dann uns los halt gar jetzt. Nicht. Kannst du Preisschild auch mal... Oh. Oh, Tim, nicht so aggressiv. Oh, das arme Vieh. Also, das... Das arme Vieh. Junge Joey, Alter. Unsere kleine süße Tochter, sie heißt Annabelle. Heißt sie nicht, wir haben noch keinen Namen. Oh. Mann. So, du davor. Wir ziehen das jetzt auch durch hier, ne? Das ist unsere Tochter. Dann bitte schön für deine Kind. Oh. Oha, zeig's mal. Komm, wir haben das Geschenk bekommen für meine Kind. Ja, dann können wir jetzt direkt nochmal komplett neu bestellen. Ja, ne? Bestellen wir das, was der vor uns hatte? Wir hätten gern einmal das, was derjenige vor uns hatte. Was hatte der denn vor uns? Frist. Ja, das dürfen wir nicht wissen. Oh, bist du doof? Was? Das ist doch eine Überraschung. Aber ich bin Vegetarier. Ja, irgendjemand vor uns, der kein Fleisch hatte. Nein. Wir nehmen einfach unsere Bestellung von eben. Boah. Oh, wie süß. Voll lieb. Aber sie kann nicht wirklich essen, das wissen sie, ne? Ja, aber sie ist eine Tochter. Ja. Wir sind so unangenehm. Oh, unsere Arme, die ist total überfordert hier. Dankeschön, tschüss. Oh, die hassen uns hier. Oh mein Gott. Tim. Leute, diese Frau hat Tim die ganze Zeit Süßigkeiten für unser Kind gegeben. Und er so, ja, die kann das nicht. Kann ich auch mal was sagen? Cool. Ja. Oh, geil, voll Holzhöhle, voll nachhaltig. Wie isst du das denn? So richtig nicht mit Freude. Und das die, bei der ich bestellt habe. Ne? Was ist das für eine Kombi? Ich lieb's irgendwie komplett, Alter.
Das wirkt für mich wie so eine Fernsehsendung. Die beiden müssen irgendwas machen, das würde ich komplett im Fernsehen gucken. Ich finde es fantastisch irgendwie. Wieso? Ja, wollen Sie das jetzt wirklich von dem vor Ihnen? Der hat 33 Euro bezahlt. Ich so, ne. Boah. Sie machen mal jetzt dieses Verdeck auf. Boah. Ich glaube, ich hätte hier rechts gemusst. Wirklich? Dann bieg doch einfach ab nach rechts. Mal rückwärts und fahr rechts. Ich habe gerade ein Stück Eis wieder hochgekotzt. Wie geht sowas denn? Soll ich dir zeigen? Das war gerade schon unten. Oh. Fahr doch mal jemand? Rechts jetzt. Wir fahren rechts. Ich hab den Finger schon mal rausgehalten. Das ist ja so. Oh mein Gott! Ey, wenn oh mein Gott! Oh, voll! Sie so bumm. Stell dir vor, wir werden so geblitzt. Leute, wir sind zurück mit unserer lieben Anna. Wie heißt sie denn jetzt? Annabelle. Hä? Du hast mich angemotzt und deswegen heißt sie jetzt Annabelle. Das ist unsere Tochter Annabelle. Richtig traurig, dass wir sie genauso nennen, wie es auf der Pappe steht. Was ist denn jetzt los? Klingelt an mir selbst. Problem ist, Annabelle funktioniert nicht, solange wir sie nicht mit Batterien befüllen. So, wir schneiden sie jetzt auf. Sepp. Nicht in den Arsch. In die andere Richtung, in die andere. Echt? Du drehst sie zu, ja. Wow. Oh, wir sind im McDonald's besser aufgehoben. Warte, ich kann das nicht. Warte mal. Boah, jetzt sitzt sie da mit zwei Schraubenziehern und Schrauben. Kind den Rücken auf, Alter, ich komm nicht. Ich reiß ihr den Arsch auf, ey. Wie viele brauchen wir drei. Denn? Drei. Hallo, wir sind Eltern. Ja, Eltern biefen sich und wenn das Kind kommt, genau. Kommt irgendwann die Scheidung. Echt, ist das so? Oh, halt die Fresse, Annabelle. Boah. Du hast noch keine Screentime. Boah, nervig ist die, ne? Halt, sie sagt so einsam. Und wie beide so cancelled. Ich stell mal vor, gleich machst du einfach so Peng, ey, und sie fliegt hin. Sie ist oh nein, jetzt ist sie Kaju. Warte mal. Es gibt zu viel zu sehen. Ja, singt die direkt mit, ey. Ja, warte mal. Ist das gruselig, Alter, was? Nee. Oh, sie schläft. Ja, lass sie schlafen. Oh, dann hält sie ihre Klappe, ne? Wir haben ja ganz viele Utensilien mit oh, ihr mitbekommen. Nervig. Oh, die sind noch im Buggy. Wo hast du den? Lass sie doch mal in Ruhe. Drück ihr nicht in die Scheide. Oh. Wollen wir sie ihr mal einen Nuckel geben? Ja. Oh, Annabelle. Oh. Okay, wir müssen die jetzt erstmal ausziehen. Warum? Hä, hey, weil, wie soll die denn trinken? Wo soll denn das Wasser hin? Och, Annabelle. Der Schnuller kommt raus und wieder rein. Das ist sau eklig. Naja, wenigstens hält sie die Fresse. Ich kann nicht pinkeln kann oder kacken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich finde das alles heute so weird. Es ist wirklich fucking gruselig, Mann. Wir wurden über den Tisch gezogen. Weil wo soll denn das Wasser hingehen? Oh, Leute, wir haben 45 Euro für das Kind ausgegeben. Du. Ich gebe für sowas kein Geld aus. Ja, wir machen den Body jetzt auf jeden Fall weg und sie kriegt jetzt erstmal ihr Feenkostüm. Das ist so süß. Aber ich habe sie jetzt nochmal kurz ausgeschaltet. Die ist total nervig. Okay. Nee, wir müssen sie erst wickeln. Dann gib mir was zu trinken. Ich hol jetzt Wasser. Also, wir haben hier kleine süße Windeln extra für sie gekauft. Die waren sauteuer. Weißt du, wie man wickelt? Steffi, vielen Dank fürs Verschenken. Das hat ein bisschen Freddy Love in den Chat. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Hey. Ey, was ist alles bei diesen Puppendingern dabei? Was geht denn ab, Alter? Ey, hör auf den! Oh mein Gott, hab ich dich geschlagen? Ja. Nee, falsch rum. Man kann es nicht immer so machen. Ich erinnere dich nur mal dran, dass du gerade den hier gemacht hast. Hör auf, lass unser Kind. Das war mein Fernseher. Der hat eine Schwester. Boah, die ist hässlich. Was ist dieses Video, Alter? Ich weiß nicht mehr, was Tim, los ist. Tim! Oh mein Gott, es läuft hinten raus. Was ist passiert, Tim? Ich hab nur gedrückt. Die ist elektrisch. Die ist nass jetzt. Was hast denn du gemacht gerade? Ich hab ihr das einfach nur so... Tim! Oh mein Gott, sie heult! Und das sieht aus wie in einem Horrorfilm. Das ist halt echt super gruselig. Leute, das kommt gerade alles aus. Was können diese Puppen machen? Da kommt doch nicht. Geräusche oh Gott. Wir sind solche Trash-Eltern. Nein. Leute, mit Tim geht alles schief. Was kann sie denn noch? Nur du. Die wird richtig wund da unten, wenn du weiter so machst. Dann lass mich die Windel anziehen. Hä, nee, warum denn nicht zusammen? Ich mach die Beine breit und du ziehst sie an. So, warte, sie schläft sogar. Ja. Diesen Prozess einfach. Warte, so. Oh, die süße Stute. Oh, voll die Süße. Ja. Boah. Okay, ja, aber sie ist aufgewacht. Sie ist wach. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit, ihr dieses wunderschöne Prinzessinnenkleid hier anzuziehen. Dafür haben wir nämlich... Gibt's natürlich dann auch noch, Alter, was? 16,99 €. Boah, sei doch mal still. Ich will dich nicht mehr als Vater. Ich überlege mir das nochmal. Boah, sie wird auch immer lauter, ne? Ja. Halt jetzt die Klappe! Unangenehm, aber auf ganz vielen Leveln. Dein Ernst, das ist das einzig Schöne. Okay, wir ziehen sie jetzt an. Ja, machen sie kurz aus dafür, oder? Nee. Oh, aber sie nervt mich so. Dann mach sie aus. Nee. Dann mach sie aus. Boah, sie ist schon hübsch, aber das passt halt leider gar nicht. Sie ist auch so eine Dicke. Hallo, hier wird nicht gefettshamed. Ey, unser Kind wurde richtig heftig aufgewertet. Richtiger Glow-up. Oh, es gefällt ihr nicht. Weil ihr wieder nicht passt. Guck mal, also Thumbnail, ihr beide. Halt doch die Klappe!
Tim! Oh mein Gott! Ihr erster Besuch beim Gynäkologen. Dein Kollege ist echt sehr unsympathisch. Oha, sie heult halt richtig. Bah! Oh, sie geht richtig ab. Ja, aber sie kann doch furzen. Das muss sie jetzt auch mal. Ja! Das kitzelt sie. Ach, das ist Kitzeln. Oh. Und dann hups. Ich finde das so gruselig. Also alles daran finde ich gruselig. Ich weiß nicht, aber liegt es nur an mir oder ist so eine Puppe einfach unfassbar gruselig? Sie irgendwas. Ah, sie hat gerade gepupst. Oh, nein. Doch. Oh mein Gott. Geil. Was ist das denn für eine komische Funktion? Ui, was machst du da, ey? Dadurch kriegst du Durchfall, wenn du dann alles bei dir so durchmengst. Also Leute, ihr habt natürlich auch noch uns ganz viele andere Sachen genannt, die wir mit unserem Kind heute anstellen werden. Und unsere nächste Aufgabe wird es sein, auf dem Spielplatz mit ihr zu schaukeln. Leute, wir sind jetzt bei Rob im Garten, denn hier gibt es eine Schaukel und das ist die einzige, die ich kenne, wo man... Und hallo, du reichst dir die Arme raus. Du bist ein Scheißvater. Ich bin der bessere Vater. Drei, zwei... Niemand schaukelt mit seinem Kind so. Oder? Wurde mit euch so geschaut? Wurde... Ist das... Was? Eins! Das ist voll unangenehm, nur mit einem... Oh, ich schwenke gleich. Oh, Jangle! Wir hätten sie mal anstellen sollen. Mach sie an, ja! Wie soll ich sie denn jetzt anmachen? Oh, Tim, wir reißen ihr die Arme raus. Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Warte, ich werf sie dir zu. Hier, nee, packen. Ich will sie nicht. Oh. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, dieses Kind hier auch mal alleine schaukeln zu lassen. Das klappt nicht. Tim, die fliegt in die Kamera, nee, die war teuer. Die drei, zwei, eins! Oh. Ich weiß, es ist nicht gut darüber zu lachen, aber es ist irgendwie... So, mein Kind, wir tapen dich jetzt schön fest. Oh, wir sind viel zu... Oh, das ist gar nicht gut, was du machst. Meinst du? Ja, das ist scheiße. Ja, perfekt. Oha, voll die Süße. Aber geht jetzt in die Kamera rein? Nee, geht nicht. Tim! Ich hab doch gerade geguckt, es geht nicht in die Kamera. Ja, dann los. Oh mein Gott, Tim! Ich hasse dich, jetzt ist bestimmt mein Mikrofon kaputt. Nein, oh mein Gott. Oha! Oh. Ja, komm nochmal. Und. Ui, jetzt da! Da fliegt doch immer was ab. Ey, ich hab voll Wasser oh, abbekommen. Wie die da hängen. Oh, mein Arm ist. Das war doch jetzt nicht nur. Oh. Guck mal, wie cool sie wieder sitzt. Guck mal, wie süß sie ist. Oh, was macht denn dein Papa schon wieder da hinten? Ekelhaft. Papa verdient sein Geld. Das sieht so witzig aus. Oh, Annabelle. Aus, ne? Hallo. Hör mal auf hier. So. Sie ist einfach abseits. Oh, Annabelle, oh! Hey, wollen wir noch mit ihr Was passiert hier heute? Schwimmen gehen. Wollen wir mit ihr in den See gehen? Ja, auch in den See. Ja. Oh mein Gott. Das wäre schon cool. Das wäre sehr schon eklig. Das ist halt so ein Entensee. Boah, die kacken da doch alle rein. Also Leute, wir kommen zu unserer... Oh, halt die Fresse an, aber ich kann mich nicht konzentrieren mit dir hier. Wir kommen zu unserer letzten Aufgabe. Wir sind am See. Es ist fast dunkel. Und wir müssen jetzt als aller... Sind da nicht... Batterien drin? Letztes mit Annabelle baden gehen. Tim ist halt auch schon ready. Erklär dich mal bitte. Ja, ich bin Ariel. Kurz mal Outfit geswitcht. Wir sind hier halt an so einem richtig ekligen Entensee. Das hier, was ihr hier seht, das ist weiße. Alles. Boah, ii. Wollen wir jetzt wirklich einfach so rein, Tim? Was hast du denn sonst vor? Pass gut auf unsere Tochter. Oh mein Gott, lass unsere Tochter nicht fallen. Wir müssen ihr doch hier erstmal beibringen. Erstmal die Füße ins Wasser, wie bei so einer Süße. Das sehen andere Menschen. Ich sag nur nochmal, es sehen andere. Was ist. Ganz toll! Hast du sie aus? Ja, ich hab sie ausgemacht. Warum? Ja, sie wird komplett Kurzschluss kriegen, Tim. Ja, wird sie auch so. Unser armes Kind, das war's dann halt auch nach diesem Tag. Tim, wir müssen jetzt da rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Tim! Halt mich doch, Tim! Halt mich doch, hier ist Ding! Oh, nach Scheiße! Joel! Aua, hier ist ein Gasschiff! Oh mein Gott, hier ist ein. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Tim, wir kommen nie wieder hier raus! Wir kommen nie wieder hier raus! Hier ist alles voller Chaos! Oh mein Gott, unser Kind! Du solltest sie nicht ganz untertauchen! Sie stinkt so nach Kacke! Oh mein Gott, unser Kind ist so viel länger jetzt! Ich kann nicht! Die Winde! Was ist an meinem Fuß, bitte? Ja, das ist Hilf mir bitte, lass mich nicht gehen. Ich hasse ihn so sehr, das war alles geplant. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist spitz. Oh nein, scheiße. Ah, ich falle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Ich muss unser Baby retten. Oh, einfach Gott, nur los, Alter. Das war richtig eklig. Wie das was Behaartes. Gott, oh mein Gott, Tim, was so komplex. Wir haben halt einfach unsere 50-Euro-Tochter gerade sterben lassen. Weißt du, Ich hab wirklich gerade... Tim, komm jetzt. Ich falle, ich spür doch meine Zunge.
Ich versuche dich hier draußen zu finden, aber du musst auch mitmachen. Ich so einen Meter vom Land entfernt. Als wir einmal hier eingetunkt sind, hast du einmal den Schwall an Scheiße gerochen. Rutscht, Tim, ich will es nicht im Gesicht haben, okay? Junge! Also ich hüpfe. Du kannst nicht hüpfen, es ist super rutschig hier. Es geht ja nicht anders. Boah, da ist das behaarte Ding. Wenn du mich jetzt fallen lässt, hänge ich in dem behaarten Ding drin. Boah, hast du Fokus auf mein Po, ey? Du bist gleich draußen, du hast es fast. Wie hab ich? Das ist ja das schwerste Stück. Ich habe endlich Scheiße an meiner Lippe. Ich will sie endlich abwischen. Oh! Was denn? Mein was denn? Ich hab die Scheiße an den Händen. Oh mein Gott, was war das für ein Video? Oh, was machst du für eine Show? Ich stütze mich in Kacke hier, ja, ey. Verdient, ey. Leute. Die ist doch voll verseucht. Wir machen jetzt gleich noch ein richtig süßes Foto mit Annabelle. Das kommt auf Insta. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wir vielleicht uns noch mal ein Kind zulegen sollen. Ja, war auf jeden Fall ein absolutes Drama, aber ich fand es irgendwie fantastisch. Also ich fand es fantastisch. Ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich sehe aus... namenslos im Chat, ihr absolut gar nicht, also außer so zwei Leute, aber ich fand's einfach funny.